Leute und herzlich willkommen zurück zum dritten Match von Bayern München gegen PSG. Hallo, Andi. Servus. Ja, wir haben ja einmal habe ich gewonnen, einmal hat er gewonnen und jetzt, ja, schauen wir mal, wer jetzt gewinnt, der hat wirklich gewonnen. Lass mich mal rot nehmen. Nee, ich will jetzt bis Bayern-Trikot. Dann nehme ich weiß. Ja, hast du noch nicht gehabt. So, warte. Ach, super, die Ausstellung hat sich wieder aufs Original zurückgestellt. Passt. Bei mir auch. Ich finde die Originale besser von PSG. Weil dann Lavezzi auch viel mehr zum Einsatz kommt. So, ich werde jetzt mal hier den Dante mal statt den Bernata reinmachen. Boah, der Kaffee ist so geil bei mir. Der Kaffee ist mega geil, der wird nur wegen dem Kaffee zu dir vorbeikommen. Leute, kommt mal auf den Kaffee bei mir vorbei, wirklich. Meine Mutter macht den geilsten Kaffee. Da lohnt sich's auch. So einen guten Kaffee habe ich noch nie getrunken. Ja, seht ihr sogar, der Elgeming sagt, das ist ja einfach so. Ist so. Jeder, der bei mir auf Besuch ist, sagt, wenn zu mir kommst, fuck, Alter, wenn du zu mir kommst, nimmst eine Thermoskanne mit oder gleich zwei mit dem Kaffee. Wirklich, ist echt so. Kein Witz, wenn zu mir auf Besuch kommt, sagt, Alter, was gibt deine Mutter bitte in den Kaffee, dass der so übertrieben geil schmeckt? Ja. Jeder sagt. Das ist übelst, wie gut der ist. Und so. Der hat Skill. Ja, die Kochen kann sehr genauso gut. Ja. Dann einfach alles. Der hat einfach Skill. Oh, schön gemacht. Kämpft. Du verteidigst richtig gut, Alter. Du wirst mir nicht glauben, wie schlecht manche online sind. Ich habe auch schon online gespielt. Da haben sehr, sehr schlecht. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein Weltklasse-FIFA-Spieler bin. Wirklich, so arrogant bin ich nicht. Ich würde sagen, ich bin ein solider Spieler. Aber wenn du gegen mich nicht verteidigen kannst, bist du am Arsch. Ja. Bei dir ist aber dasselbe. Jetzt habe ich zu viel gespielt. Lavezzi, wohin? Renn doch gerade durch, dann wär's durch gewesen. Hast du gesehen? Wir hätten nur weiter rennen müssen. Das ist der Robin, mein Freund. Das ist der Robert. Aber jetzt ein bisschen Rocky im Hintergrund zur Abwechslung. Ah, schön, danke für die Ecke. Vor Ecken habe ich keine Angst mehr. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Eckenkopfballtor gemacht. Und dann wird es langsam Zeit, oder? Boah! Oh, er sagt es und fast passiert. Fuck, also Sidigu hat den so schön gehalten. Muss ich echt sagen, sind Hammer. Super balanced. Ja. Die gehen nicht so leicht rein, aber es ist nicht unmöglich. Ah! Es ist nicht unmöglich, es geht. Nee, du kommst ja ran, aber es ist nur schwerer geworden. Man braucht jetzt ein bisschen mehr Feingefühl, wie man die Taste drückt. Das ist das Schöne. Wir haben ja alle Matches bisher auf einmal aufgenommen. Also es sind ja viele Aufnahmen bis jetzt. Sehr viele. Ja, aber wir sind vollkommen motiviert, Freunde, weil das Spiel einfach so unglaublich Spaß macht. Das macht mega Bock einfach. Also ich muss sagen, wie viel Spielzeit habe ich jetzt? Ich glaube, jetzt müssten wir ungefähr bei 9 Stunden sein, bin ich jetzt ungefähr. 9 Stunden. Also 5 Stunden habe ich ja die Demo gezockt, gestern 3 Stunden alleine und jetzt sicher sind wir auch schon 3 Stunden am Weg, oder? Ungefähr. Circa, ja. Eben. Und boah, jetzt hast du super verteidigt, Alter. Wir fallen keine Fehler auf. Nee, mir auch nicht. Angeblich soll es welche geben, aber ich merke davon nichts. Boah, der war knapp, Alter. Der wäre fast rein. Ja, der wäre echt fast rein. Du. So, auf Robert. Der Martin, was du mal gezeigt hast, nix, gar nix. Weißt du, wo alle zur Mittellinie rennen, der Glitch da, der, was weiß ich, was auch immer das ist bei mir nicht gewesen. Oh, den Schuss Alter, wollte ich gar nicht abgeben. Du hättest mich gestern sehen sollen, wie ein kleines Kind war ich. Wirklich, 5 Minuten bevor FIFA zum Starten gegangen ist, war ich schon in Origin und habe das Cover angeguckt. 5 Minuten habe ich drauf gestartet. Wirklich, ich hätte es auch gern, aber ich habe... Und dann die ganze Nacht mit Schmerzen verbracht. Es war eher so verblasst, das Cover, weil der ist halt noch nicht begehbar, sozusagen. Ja. Ach komm, das war doch gar faul. Und dann, genau auf die Sekunde auf einmal bekommt das Cover Farbe. Alter, mein Herz hat geschlagen. Das glaubst du nicht. Ja, FIFA ist auch dein einziger Lebensinhalt. Ich habe noch Battlefield. Battlefield spielen nur Amokläufer. FIFA spielen nur Hooligans. Ey, gar kein schlechter Vergleich, Alter. Hast schon bald zu lange gehabt. Gar kein schlechter Vergleich war das jetzt.
echt sagen, war ein guter Konter. Ja, ohne Scheiß. Nur das Lustige ist, Hooligans, ca. 90% davon gehen eigentlich nur zu einem Match, um sich zu prügeln. Und nicht wirklich wegen dem Spiel selbst, hab nämlich mal eine Doku drüber gesehen. Und da hat einer gefragt, so, warum gehen sie überhaupt zu den Matches, um da halt Schlägereien zu machen und pipapo. Und er so, naja, ist halt geil und sowas, ne? Ja, so, halt ja, geht's für sie überhaupt um das Spiel? Ja, nö, Hauptsache ich war da, ich weiß nicht mal das Ergebnis. Ja. Behindert halt. Die sind halt besiegt, die sind sowieso jetzt beschränkt. Hooligans sind Untermenschen. Ja, sind sie auch. Au, oh, das wollte er eigentlich gar nicht. Wieder mal mega spannend. Ich komme bei dir nicht durch. Du kommst bei mir nicht so ganz durch, obwohl ich schon bessere Ansätze hat als ich. Jetzt haben wir wieder so eine spannende Runde erwischt, weil davor habe ich dir voll reingehauen, dann hast du mir voll reingehauen. Jetzt haben wir beide nichts. Ja, aber ist ja auch gut. Ja, aber da hat der Boateng gesehen. Ibra ist ein bisschen langsam, ne? Er ist auch nicht gerade der Schnellste. Aber muss er ja auch nicht, weil der Typ kann sich durchsetzen. Das ist seine Stärke. Ja. Schön gedacht, schlecht gemacht. Aber spannendes Match. Ja, sehr spannend. Gefällt mir gut. Oh Gott, das war... Oh Gott. Hätte ich erst annehmen sollen. Der war schlecht vom Körper her, wie er gestanden ist. Das ist auch so eine Kackflanke. Super Schweini, der arbeitet doch super nach hinten, wie in Wirklichkeit. Er ist ja auch ein Sechser. Oh, das habe ich gesehen. Oh, super verteidigt, Mann, du Arsch. Super vor mich gestellt. Jetzt sind wir gerade beide mega gut in der Verteidigung. Boah! Aber hab ich nichts draus gemacht. Nichts draus machen, ne? Nee. Und das wieder mal, muss ich zugeben, eigenverschulden, dass ich nichts draus gemacht habe. Weil da unten der Ibra super gelaufen ist und ich habe nicht gepasst. Robin! Ach du heilige Scheiße, war das schön. Das ist Robin, mein Freund. Schau, wie schön auch über die Grätsche springt. Schau. Ja. Bam. Boom. Mama, ich kann schreien, so viele Bilder hört man nichts da drüben. Geh mal ruhig. Ist mir wurscht. Ich spiele Fußball. Hast du das gerade gesehen? Das schaut so aus, als ob der Ball durch den Arm ist, oder? Ja. Ein Bug? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ist mir wurscht, ich habe ein Tor gemacht. Ich glaube, er hat ihn nicht gehalten, aber... Ja, gut, vielleicht hat er das Trikot gestriffen. Nee, ich denke, es ist ein Anzeigefehler, das ist alles. Im Endeffekt war er gar nicht dran. Tor ist Tor. So ist es. Oh, scheiße. Ja, wunderschön wieder. Wieder sowas, wo nichts machen kannst dagegen. Nee. Und schon ausgeglichen wieder, du blöde Missgeburt. Schöner das Doppelpass dann ausgehebelt. Ja. Und das ist jetzt meine neue Beleidigung. Ich will die auch machen, aber bei mir sagst du, das darf ich nicht. Was darfst du nicht? Missgeburt sagen. Wieso? Darfst du? Du lachst aber nicht, wenn ich sag. Du sagst es auch nicht lustig. Doch. Oh, das hast du schon gemacht. Boah! Boah, Neuer! Der Lupfer war extra, damit ich niemanden anschieße und er holt ihn voll noch raus. Ja, wunderschön. Der war extra gemacht, der Lupfer, damit keiner mehr rankommt. Und schau der... mal. Bam. Alter! Boah! Sehr schön, Neuer. Die blöde Missgeburte. Boah, der ist abgefälscht. Ach, Scheiße. Heilige Scheiße. Abgefälscht. War der geil. Abgefälscht aber. Aber trotzdem war auch die Schusshöhe war gut. Schau mal. Der wäre eh wieder zu mittig gekommen, aber der Abfälscher. Mama, du bist gerade im Video. So, meine Mama ist im Fernsehen. Ja, aber man hört sie ja nicht. Chill. Was willst du jetzt, Mama? Ich bin am Aufnehmen. Muss ich jetzt telefonieren, oder was? Wieso muss ich jetzt telefonieren? Ja, lasse.
Warte mal, wo ist der Nisha? Ja nicht. Mit dem rede ich ja nie. Wo ist er? Da. Da, bitteschön. Oh. Was? Nee, ist 45 Minuten. Das ist okay. Da kommen sie einfach rein in die Aufnahme, das ist ja Wahnsinn. Bodycam? Die scheiß Ausländer, ja. Bodycam ist gekommen? Ja. Wie geil. Doch, hab ich. Doch funny. Bist du konzentriert, Alter, weil ich will jetzt nicht spielen, wenn du da konzentriert bist. Sicher bin ich konzentriert. Das sollte nicht sein. Boah, ich sehe wieder die Animation von Boateng. Mhm. Wie er das gemacht hat. Sehr schön lahm. Ah. Die Missgeburt habe ich nicht gesehen. Boah! Das war nicht so geplant. Nee, war nicht so geplant von mir. Eigentlich sollte ich den Vorderen nehmen, aber der war zu scharf gepasst. Heftig. Aber wieder mal so endgeiles Match. Oh Gott. Scheiße, ist das gut gespielt. Nein! Oh nein! Das Tor hätte ich dir extra gegönnt. Müller, du schierer Drecksau. War der geschnibbelt ja, oder? Nee. Schießt so ein Weltmeister. Nein, was mache ich denn? Boah, Alter. Was ist los mit mir? Da hat der Manni Brückmann ausnahmsweise recht. Den musst du eigentlich machen, Alter. Aber ich hätte ja wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich bin auch noch sehr unsicher vom Tor, nicht nur du. Das hat jetzt nicht mit Unsicherheit zu tun, das hat jetzt nur mit Fehler zu tun. Mit dem blöden. Ja, boah, hast du gesehen, wie der jetzt schön rausgekechtet hat? Aber bei mir ist das Unsicherheit, dass ich oft verschieße. Und bei mir nicht, bei mir ist es einfach nur Dummheit. Ich bin nicht überhaupt nicht nervös, ich baue nur Scheiße. Das ist es. Nervös bin ich nicht. Geh, der eigene Mann blockiert. Boah, Mann. Der will rein. War das der eigene Mann? Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich glaub schon, ja. Aber meiner war auch in der Nähe, also. Sehr schön, neuer. Ich weiß, dass du immer davon da abziehst. Ja, klar. Das ist Standard bei mir. Aber schön. Boah, geh doch hin! Scheiße, jetzt renne ich eiskalt in den Counter, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ah, gut gemacht. Der hätte hoch sein sollen. Muss man wieder mit den Robben spielen. Muss den Robben wieder nach vorne lassen. Weg damit! Warte, nochmal, das passt gerade zur Musik. Boah, Wetz, ist das dein Ernst? Ernsthaft? Was soll denn das sein, Alter? Gute Frage, das weiß er selber nicht. Ah, Mann. Ah, das gibt's doch nicht, die kommen nicht durch. Abseits. Nee. Nein! Doch, doch. Ich dachte schon, warum hört er auf zu rennen? Dabei war es wirklich abseits. Hast gut gesehen, Alter. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Jetzt kommst du schon wieder rein, oder was? Schon wieder anrufen. Soll ich Stopp machen? Ja. Was eben alte Menschen und Touchscreen. Brauch ich nicht mehr. Achso, ja, passt schon. So, weiter geht's. Okay. So ein schöner Schuss, aber. Jetzt habe ich's raus, jetzt weiß ich's. Was? Schussvorbereitung ist jetzt das Wichtige. Kannst nicht einfach wie in FIFA 14 einfach mal, ja, zieh ab. Jetzt geht's um die Schussvorbereitung, Haltung zum Ball und alles. Okay. Wie lang du vorher läufst und so weiter. Boah! Das Außennetz gestriffen. Ja, aber damit kriegst du auch nichts. Oh Mann. Jetzt hast du Angst gekriegt. Nein, ich dachte, da ist Robben.
Aber die stehen jetzt ganz anders, wenn du halt deine Taktik anders eingestellst. Ja, ja, klar. War bei FIFA 14 nicht so. Nee. Da kann das, also das hat schon teilweise gewirkt, Taktik einstellen bei 14, aber halt nicht immer. Du hast gesagt, spielst defensiv und hinten war kein Schwein. Boah! Boah. Scheiße, der war fast rein. Hinten noch rein. Ja, schau mal. Aber schön gemacht. Ja, hast super gemacht. Aber wieder zum Mitte. Oh, was ist das, Alter? Schau mal da oben. Boah, da sind unter die Beine durch. Ja. Das Powerschießen müssen wir noch lernen, Alter. Schon jetzt? Was gibt's jetzt? Ecke, oder? Ja, Ecke. Ja. So, Robin, den bringst du jetzt so schön rein, dass es ein wunderschöner Kopfball wird. Schade. Oh, der Müller, der kämpft doch. Oh, sehr schön gemacht. Jetzt ist vorbei. Schade, schön gemacht, aber. Wieder Wichser. Das war einfach Weltklasse kombiniert, da kannst nichts machen. Nein, da kannst du echt nichts machen. Dennoch bist du ein Wichser. Aber es war wunderschön. Ja. Na, okay, jetzt übertreibst du, Manni Bröckmann. Er will vielleicht, dass der Torwart ausgewechselt wird. Der hat bis jetzt super gehalten. Mhm. Mann, ich hab's gewusst, aber du kannst nichts dagegen machen. Ja. Scheiße, jetzt tausch mal $4 rein, ey. Du bist so ein Arschloch. Hast du den in den Kondo-Kick von Libra? Ja. Ich bin schon ein Arschloch, ey. Ich weiß. Aber ein nettes Arschloch. Schau, da, das kannst du nichts machen dagegen. Nee. Schwer. Na, du kannst schon was machen, du musst das richtig vorher schon steuern. Das ist mal aufgefallen bei 15. Es ist ein bisschen anders wie 14. Bei 14 haben die Spieler die... Oh mein Gott. Jawohl! Du kannst das Bauer schießen, wie machst du das? Bin einfach gut. Aber jetzt hast du mir gelassen. Nee, hab ich nicht. Ich hab, wie du, zu spät den Verteidiger passend hingestellt. Ja, aber das kannst du auch so super umlaufen. Du kannst super umlaufen und dribbeln. Ja eh, aber du kannst das trotzdem blockieren. Du musst es nur vorher wissen und schnell reagieren. Ja. In FIFA 14 halt immer. Hattest mehr Zeit zum reagieren, weil ja, aber jetzt, die Spieler die Stimme langsam waren. Aber hast du gesehen, was ich gemacht hab? Das kannst sogar so ein super Dribbling mit dem Müller machen. Der war bei 14 nicht zu gebrauchen. Ja, so ist es. Und bei 15 haut er rein. Boah, hast du den Pass gesehen? Ja, ich sag nur Messi. Der Messi ist das beste Beispiel heute gewesen. Ja. Bei dem haben sie die stärkste Veränderung an den Tag gelegt. Ja. Scheiße. Also schießen muss der Lavezzi echt nochmal üben. Oder ist das Linksfuß? Hat einen linken Fuß genommen. Ist Lavezzi ein Linkfuß? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch nicht. Wenn ja, dann war es jetzt meine Schuld. Weil ich habe ihn blöd hingestellt. Ich wusste, der Linksfuß ist natürlich anders abgezogen. Ja. Muss ich nachher mal überprüfen, ob der Linksfuß ist. Oh oh. Ah, super gemacht, Mann. Das war jetzt auch geil. Du gießt einfach mal den Ball, auch nicht schlecht. Na gut, Leute, ich habe wieder einen Sack voll gekriegt, kann man nichts machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Haut rein.